Hallo und willkommen zurück hier auf der Swapper Agro Vierfachmap in Russland. Ja, unser Mats steht hier, wir haben mal ein kleines Päuschen gemacht und wir werden uns jetzt um die nächste Betonlieferung kümmern. Ja, und auch das anvisierte Hängerproblem habe ich gelöst. Ich habe was gefunden, und zwar einen überarbeiteten Anhänger, diesen Krampe, eben dasselbe Modell, nur überarbeitet mit ein bisschen Farbwahl und hin und her und eben auch mit 60.000 Litern Volumen. Den werden wir uns demnächst holen. Aber dazu müssen wir... Oh, ich war zu schnell. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen Geld verdienen. Das machen wir, glaube ich, jetzt erster. Und zwar werden wir den restlichen Grassamen verkaufen. Weil es ist eben aktuell noch so, dass ja das Zementwerk noch nicht alles produziert hat, also noch keine 59.000 Liter, wobei das, wir verkaufen erst den Grassamen, weil wenn wir dann mit dem Beton da unten sind, können wir eventuell gleich den Switch machen zum Shop und dann den anderen Hänger kaufen. Wobei, nein, können wir nicht machen. Wie gesagt, ich habe zwar den Hänger schon rausgesucht und auch schon gedownloadet, aber ich habe ihn noch nicht hier ins System reingepackt. Ha! Gut, dann machen wir das bei der nächsten Folge. Wir sehen aber hier, wir müssen zur BGA mit dem Grassamen. Und ich denke, wir werden auch gleich die schnelle Nacht vor uns haben. Weil ich habe das ja so eingestellt, dass quasi in der Nacht, also ab 21 Uhr bis um 6 Uhr morgens, die Zeit schnell vorgespult wird. Was im Grunde eben das Schlafen des Bauern simulieren soll. Und da sind wir ja kurz davor. Und ja. Dann gucken wir mal, was da dann an laufenden Kosten abgezogen wird. Denn wir haben zwar keine Kreditzinsen, aber wir haben einen relativ großen Fuhrpark und wir haben vor allem sehr viele Tiere. Wenn man sieht, wir haben schon einen Nachwuchs. Und das wird dann über Nacht auch noch mehr werden. So. Oh, bremsen, bremsen. Wir müssen dann auch noch gucken, da haben wir jetzt noch ein paar Minütchen Zeit, dass wir gucken, dass die Produktionen nicht voll laufen. Vor allem eben der Komposter. Beziehungsweise auch gucken, dass da genügend Material da ist. Gucken, wie es denn beim Fermenter vor allem aussieht. Da werden wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen Silage abfahren gleich. Dass der schön produzieren kann über Nacht. So, gucken wir mal, wie es denn aussieht. Ja, jetzt produziert eben die BGA auch Gärreste noch zusätzlich. Ja, das ist
Na, wir müssen unbedingt auch mal gucken, dass wir mal so ein paar Ladungen Silage zur BGA bringen. Damit da noch ein bisschen Biogas produziert wird, das können wir ja auch verkaufen. So, ja, es wird immer dunkler. Wir sollten vielleicht mal Licht anmachen. So. Und jetzt schnell zum Fermenter düsen. Und während da, oh, da kommt der MB-Truck, der ist auch fleißig noch am Gras sammeln. Da ist nicht so viel jetzt, aber wir haben ja hier, glaube ich, ein Maximalvolumen von 500.000. Meine ich. Und oh, da sind auch noch 600.000 drin. Das ist ja Wahnsinn. Na, gucken wir mal, dass wir eben hier die zwei Ladungen wegbekommen. Dann gucken wir noch mal schnell hier rein. 30.000, das ist auch nicht die Welt. Hier müssen wir mal gucken, dass wir in der nächsten Folge Biogas herholen. Da ist noch genügend Material drin, auch gut. So. Und der ist voll. Dann einmal abladen hier hinten. Und ich will dann eben auch gucken, wenn wir dann in den schnellen Vorlauf gehen über Nacht, dass ich selbst nichts machen werde. Also ich werde dann einfach den LKW ausmachen und abwarten, bis wir dann zu 6 Uhr morgens gekommen sind. Die beiden Curseplay-Fahrer, die dürfen trotzdem weitermachen, weil das nicht so das Problem sein sollte. Ich muss mal kurz gucken, was wir denn hier haben. Ich dachte immer, ich habe einen Auflieger auch noch mit Fass. Also das wäre auch noch etwas, was wir uns über kurz oder lang besorgen werden. So. Und wenn der jetzt abgeladen ist, dann fahren wir rüber zum Betonwerk und gucken, dass wir da unseren Beton voll bekommen. Wenn wir das dann geschafft hätten mit dem ganzen Flüssigbeton an der Baustelle, dann können wir ans... Oh. Entschuldigung. Oh, hier klemmt irgendwas im Hals. Nee, dann können wir gucken, wie viele Bretterpaletten und Betonblockpaletten wir brauchen. Und die dann dementsprechend hinfahren bzw. eine Strichliste machen, welche wir denn dann schon abgeliefert haben bzw. wie viele, um das einfach auch genau abzumessen sozusagen. So, komm, lade ab.
So, ich muss gucken, der MB-Truck ist auf dem Weg auch hierher. Dass wir den nicht im Wege stehen. Oder dem Hund. Ich weiß nicht, egal auf welcher Maps, die Hunde sind immer irgendwie Harakiri-Hunde, die rennen einem da vors Auto, ins Auto, durchs Auto, durch oder durch den Traktor oder den LKW oder wie auch immer. Aber so sind sie halt, die Hündchen. So. Es ist 20.58 Uhr. Der schnelle Vorspul Bereich rückt näher. So. Haben wir hier schon 59.000? Nee, na klar nicht. Dann machen wir den schon mal aus. Beladen den aber, wobei, wenn wir 53.000 jetzt haben. Hä? Ich hatte doch da was hingekippt. Wieso ist das nicht? Oder habe ich das daneben gekippt? So ein Mist. Hä? Da habe ich das in den falschen Trigger gekippt und dann ist das verschwunden oder was? Naja, dann würde ich sagen, dann bringen wir das erstmal jetzt runter und gucken dann, was genau was denn fehlt. Das ist jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. So, aber ich glaube, der Bauer schläft jetzt gleich mal eine Runde. Das machen wir gleich mal. Parken wir kurz. Und lassen uns diesen... Oh, es geht los, es geht los. Schlafen und die Zeit verfliegt hier wie im noch was und die Schafe kommen da zu. Das ist ja eine wahre Pracht. So, jetzt wird es gleich interessant, was uns denn der Tagwechsel kostet. Boah, geht aber, geht aber. 9.000 für die Tiere, für die Autos 4.500. Ja, beim Betonwerk ist der Sand leer, die Leerpaletten sind voll. Das ist, na klar, jetzt läuft alles irgendwo voll. So, und gleich dürfen wir aufstehen und weiterarbeiten. Guck mal, die Sonne geht auf, es wird hell in Russland. Jo, dann fahren wir weiter. Ja, und wir haben 462 Schafe. Puh. Wir hatten gestern noch 444. Das heißt also, es sind jetzt fast 20 dazugekommen. Ja, das ist gut, das ist gut. Also ich plane... Ja, da ist Biogas leer, da ist Getreide leer, also da können wir auch gleich mal alles verkaufen fahren. Also es gibt zu tun, es gibt zu tun hier in Russland. Ja, also mein Plan ist eigentlich, die Schafe so weit vermehren zu lassen, bis wir 1000 Stück haben. Und dann das, was drüber rausgeht, die dann zur Tierfabrik zu bringen, also zum Schlachter. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den richtigen Trigger finden.
Nicht, dass uns jetzt der Beton auch durch die Lappen geht. Das wäre na klar gar nicht schön. Ja, dann müssen wir nach dem Sägewerk, nach den Palettenwerken gucken. Und. Also viel zu tun auf jeden Fall jetzt wieder. So, jetzt gucken wir da aber mal nicht so weit fahren. Das war der erste Trigger. Ich habe es nur mal ein bisschen laufen lassen, um gucken. Ja, den nimmt er an. Also können wir das abladen. Können auch hier noch mal gucken. Ja, wichtig ist dann eben zu gucken, wie viel uns dann jetzt fehlen tut. Also wir sind bei 15,8, das heißt 4200 Liter. Haben wir so viel noch in dem Ding drin? Details. Das sind ja die Betonblöcke. Das. Ja, so. Dann holen wir jetzt noch die 4200. Und, naja, beziehungsweise die holen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Das verfliegt hier ja die Zeit wie im Fluge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder hier in Russland.